So, 6 Uhr morgens jetzt. Heute war ein richtig langer Tag, 765 Kilometer durch die Schweiz nach Italien. Einmal quer durch die Schweiz, einiges an Autobahnetappen, Landstraßen, 5 große Alpenpässe, 5 Pässe aus den Top 50. Also ich habe richtig was vor heute. Fahrzeit locker 11 Stunden, vielleicht sogar 12. Deswegen früh raus, 6 Uhr morgens. Die ersten sind schon abgereist um kurz nach 5. Und ja, dann werden wir mal schauen. Ich bin jetzt 4 Stunden gefahren, die ersten 280 Kilometer auf der Uhr und bin gerade in der Schweiz angekommen. Ja, mein Moped hat jetzt auch über 30.000 Kilometer auf der Uhr. Vor anderthalb Jahren habe ich es mit 2.000 gekauft, habe also gerade die 30.000 geknackt. Und jetzt geht es weiter durch die komplette Schweiz bis zum Stilfser Joch. Erster großer Pass für heute, der Nufenen-Pass in der Schweiz mit 2477 Meter. Glaube ich sogar der größte Pass hier in der Schweiz oder einer der größten, auf jeden Fall, höchsten auf jeden Fall. Hier ist auch richtig was los mit den Motorradfahrern hier im Hintergrund. Die Anreise war ein bisschen beschwerlich. Also durch die Schweiz zu fahren ist wirklich kein Späßchen. Ne? Die Geschwindigkeitsbegrenzung, die hohen Strafen, fährt man halt Strich 50 oder Strich 80 durch die Landstraßen und das geht irgendwie gar nicht. Aber der Pass ist schön und hier oben die Aussicht ist super. Also es gibt was zu essen und dann geht's gleich weiter. Halb 6 und ich habe fast meinen 4. Pass durch. Ich hatte mit dem Nufenen Pass angefangen, den San Bernardino. Durch den Albula Pass bin ich jetzt gerade und habe jetzt fast den Ofenpass geschafft. Danach kommt der Umbral Pass und dann zu guter Letzt die Abfahrt auf dem Stilfser Joch. Und unten am Ende ist dann mein Hotel. Ich bin gut in der Zeit. Sollte jetzt in einer Dreiviertelstunde 60 Kilometern am Hotel ankommen. Ja, es war richtig heiß heute, teilweise 33 Grad. Da ist so eine Passfahrt oder eine Tunneldurchfahrt eine willkommene Erfrischung. Leute, ich bin am Stelvio angekommen, 19:30 ist jetzt, 13,5 Stunden auf Tour, gut 800 Kilometer bin ich glaube ich gefahren heute, den Umbral Pass in Stelvio hat mir so gut gefallen, den bin ich dann gleich dreimal gefahren, also 6 große Pässe, 2 davon dreimal gefahren,
Morgen geht's in die Dolomiten und für heute reicht's. Fahr jetzt noch den Stelvio runter und dann ist da unten irgendwo mein Hotel. Hier ist auch langsam leer, alles packt ein und ich melde mich morgen wieder. So, ich bin nochmal zu dem Restaurant hier raufgefahren, da hat man nochmal einen besseren Blick, wo ich eben gerade war. Stilster Joch. Und man sieht hier im Hintergrund die Passabfahrt, die liegt jetzt schon im Schatten. Das geht ein gutes Stück so verschnörkelt weiter. Besonders herausfordernd sind die Spitzkehren hier, die sind super eng zu fahren. Wie gesagt, ich bin schon zweimal gefahren, jetzt kommt das dritte Mal. Das ist lustig. Hotelzimmer angekommen. War wirklich ein langer Tag heute. 14 Stunden, 800 Kilometer ist jetzt die Bilanz. Es wäre sicherlich schneller gegangen, wenn ich den Umbreil und das Schiff soll ja auch nicht dreimal gefahren wäre. Aber ich wollte noch ein paar schöne Kameraaufnahmen machen und musste halt nochmal rauf und runter fahren. Und war eigentlich gut in der Zeit, sodass ich um 8 im Hotel angekommen bin. Sehr viel später scheint auch nicht gut zu sein, wenn man noch was essen möchte, weil die doch relativ früh die Küche schließen. Ja, war anstrengende Tour heute, muss ich echt sagen. Also ich gerade die langen Autobahnetappen, da musste ich ein paar Mal rausfahren, weil ich echt sowas müde war. Dieses gerade Ausfahren macht mich völlig fertig. Auch die Schweiz mit diesem langsamen Fahren, diese 50 km/h, 80 km/h, das war wahrscheinlich jetzt erstmal eine ganze Weile die Schweiz für mich, weil das ist wirklich unerträglich. Gerade wenn man in Frankreich so schön fahren konnte, dann ist es ganz, ganz besonders schwierig. Das Material ist jetzt auch schon gut am Ende. Die Reifen fangen früher an zu schmieren in den Kurven, ist ein paar Mal gerutscht. Bremssättel sind vollkommen runter. Also ich denke, die Dolomiten, letzter Pass morgen, also mehrere Pässe, 7 sind es ja an der Zahl, die werden es dann wohl noch aushalten und die Autobahnfahrt ist relativ easy. Dann muss erstmal einiges getauscht werden an dem Bike. Hat sonst alles gut durchgehalten. Das ganze Equipment hat gut durchgehalten, muss ich sagen. Bin sehr froh über meine Climb-Klamotten, die mich gut vom Regen trocken gehalten haben. Da hat es ja nun wirklich ein paar Mal geregnet. Und der ganze andere Kram ist auch wirklich, funktioniert gut. Ja, schön, wenn man gute Sachen hat. Irgendwie Schuhe sind top. Ja, also, dann geht's morgen nochmal in die Lomiten. Dann nochmal einen Tag Probefahren bei KTM und dann eine lange Autobahnfahrt nach Hause. Und dann ist auch erstmal gut hier für die Tour.